Ein herzliches Hallo, meine Damen und Herren, und willkommen zurück bei Space Haven. So, Raumschiffausbau läuft, Kryptokammern werden errichtet. Hier ist noch ein bisschen kalt, aber wie gesagt, hier ist eh egal. Wobei die Dinger anscheinend selbst Wärme produzieren. Ja, ein bisschen. Was mich eigentlich wundert, weil eine Kryokammer sollte eigentlich keine Wärme ausstrahlen. Aber okay. Building job not possible. Was fehlt denn? Einmal Softblocks und einmal diese anderen Blocks. Was habe ich denn noch in der Construction? Ich habe noch einmal Tech. Infrascrap habe ich auch noch. Softscrap. Kann ich auch nochmal 5 herstellen. Und Infrascrap auch nochmal 5. Incoming ship next turn. Oh Gott. Und ich keine Piraten. Nö. Ist irgendein normales Schiff. Gut. Dann haben wir also erstmal kein Problem. Shift Left Sector, ACS Mittens, Legacy. Alles klar. So, wir brauchen auf jeden Fall. Erstmal müssen wir noch das Schiff hier quasi komplett scrappen. Gut. Haben wir immerhin schon mal alles. Müssen wir nur noch abholen. So, hier haben wir noch 3 von diesen Rubbles. Wo ich immer noch nicht weiß, was man mit Rubbles machen kann. Da fehlt es ein wenig an Power. Ja, gut. Bauen wir es dahin. So, die CNHS Jabberwock. Crystal Resources. Critical Resources Low. Ja, gut, wie gesagt, wir. Müssen erstmal alles abholen und dann müssen wir noch ein bisschen Resource machen. Wasser muss ich auf jeden Fall herstellen. Eine Autopsie-Tape bräuchte ich eigentlich auch mal. Aber ich brauche Wasser. Transforms Ice into Purified Water. Vielleicht sollten wir das mal machen. Bauen wir mal damit rein. So, sind alle okay? Sind alle gerade am Pennen? Also 2 Wasser haben wir noch. Allerdings 5 Eis haben wir noch. Also ein bisschen Wasser könnten wir noch herstellen. So. Building job not possible. Es ruckelt schon wieder arg. Ich weiß nicht, an was es liegt. Ach so, ja, okay, ich habe jetzt die alte Codierung noch drin. Huh, ich hoffe, das. Alter, es ruckelt aber auch gerade extremst schon wieder. Unzufrieden ist er, der Kollege. Selbst so ruckelt es. Und ich habe nichts im Hintergrund laufen. Also außer OBS. Very strange, meine Damen und Herren. So, das müssen wir erstmal verbinden. So, damit funktionieren jetzt schon mal die. Dinger. So, ich würde das gerne alles ausräumen. Wie kann ich sagen, ausräumen? Genau, empty it first. Aber wie empty ich das denn? Move all. Machen wir move all. Gott, wie kann ich das leeren? Select all und move all. Okay, so kann ich es leeren. Ja. Gut, ist ungünstig, dass es dahin kommt, weil da soll es eigentlich auch nicht hin.
Weil das müssen wir gleich als nächstes mal ein bisschen lernen. So, Water Purifier steht. Refine Water, 5 Stück bitte. Okay, aus 0,2 machen wir einmal Wasser. Das ist natürlich super. Müssen wir auch ganz dringend machen. So, hier produzieren wir noch ein bisschen Soft Scrap. Machen wir 5. Und Infra Scrap machen wir auch nochmal bitte 10. So, jetzt müsste ich theoretisch einmal Soft Scrap. Ach nee, ist einfach nur nach unten gerutscht, okay. So, Hull-Blocks. Kann ich die herstellen? Ja. Hull-Blocks machen wir auch nochmal 6. Mann, dass man hier nicht sagen kann, 6. So, mach das mal alles weg. So, also ich hätte gern mindestens 10. Infra-Scrap genauso. Holz Scrap genauso. Energy Scrap ist okay. Und Tech Scrap ist auch okay. Also das, wenn unter 10, dann bitte produzieren. Ressourcen haben wir ja dafür. So, das können wir jetzt dismanteln. Dieses wunderschöne hier bitte auch einmal leeren. Und in unsere Lagerhalle bringen. Dann sind die Wege zwar ein bisschen weiter bis zu den Verarbeitungsmaschinen, aber ist mir eigentlich relativ egal. Wasser haben wir wieder 4, sehr schön. Da kommen schon die ersten Infra-Blocks, Tech-Block und so weiter. Da muss ich ehrlich gesagt lügen, wie ich das herstelle. Da müssen wir uns mal drum kümmern. So, ist denn dieses Schiff jetzt eigentlich endlich mal leer? Immer noch nicht. Also noch 4 Ressourcen, dann ist es komplett leer. Ich hoffe, dass dann auch der Button da oben verschwindet. Warum ist da kalt? Ach, ist zu heiß. Okay. So, was sagt denn der Essenszustand? 17,3. Okay, gut. Soft Scrap haben wir auch nur noch 1. Aber gut, wir produzieren ja auch hoffentlich erstmal wieder ein bisschen was. So, hier wird immer noch umgeschichtet. Jawohl, sehr gut. Einmal bitte alles in die neuen Lagerräume. Show Zeros. Ja, meinetwegen könnt ihr euch hier auch Zeros anzeigen lassen. Gut, wie sieht's aus? Ich würde gern springen. Okay, alles abgegrabbelt. Mehr ist nicht zu holen. Dementsprechend bereiten wir uns mal vor. So, geht's erstmal in die Kältekammer da drüben. Oh Gott, wir sind sehr schwer. Ich hoffe, dass wir springen können. Okay, dann einmal bitte jumpen. Sehr gut, geht. So, wo springen wir denn hin? Da ist nochmal ein Schiff, ein Abandoned Schiff. Dann würde ich sagen, springen wir da hin. Wo sind die Piraten eigentlich? Da ganz hinten. Und wir droppen. So, willkommen. Deploy. Damit sind wir auf der neuen Karte. Wie spät ist es? Es ist morgens. Okay, jetzt gehen erstmal alle schlafen. Und wenn wir ausgeschlafen sind, würde ich sagen, gehen wir dann wieder in unsere Raumanzüge und betreten mal das nächste Schiff. Ich hoffe ja mal, dass wir irgendwann im Laufe der Zeit neue Crewmitglieder bekommen. Dann müssten wir zwar noch mal ganz kurz die Betten umstellen, aber das ist nicht so wild. So, jetzt wird erstmal ein bisschen gefrühstückt, ein bisschen gedaddelt. Musik läuft. Wahrscheinlich wird auch noch mal kurz aufs Klo gegangen oder so. Okay, jetzt arbeiten sie schon. Gut, dann einmal bitte Draft. Und einmal bitte in die Spacesuits.
einfach alles durch. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt machen muss. Oder ob die es dann sogar automatisch machen würden. So, dann Enter Ship bitte. Und dann docken wir bitte. Ich hoffe, dass man andocken kann. Jawohl, können wir. Einmal bitte da andocken. Ja, hallo. Jetzt. Keine Ahnung, was gerade das Problem war. So, dann düsen wir rüber. New Turn. Okay. Und verlassen wir bitte alle das Raumschiff. So. Willkommen. So, da können wir schon irgendwas nehmen. Okay, da ist leider nichts drin. So, dann gehen wir erstmal hier die ganzen Türen ab. Oh. Okay, haben wir hier noch irgendwas drin? Nee, sieht auch erstmal alles safe aus. Oh, morgen. Oh ja, da ist ein bisschen mehr los. So, Oxygen ist noch okay. Oh oh. So, Achtung von hinten und von rechts. Da spawnt immer irgendwas im Hintergrund. Ach nee, hier. So, New Data. Wir gehen uns erstmal ganz kurz ein bisschen Sauerstoff holen. Und weiter geht's. So, ich weiß immer noch nicht, was hier sein soll. Naja, gut. Oh, schon wieder neu gespawnt alles. Anscheinend ist hier hinten noch irgendwas drin. Oh ja. Da ist, glaube ich, das Hauptding. Was immer die neuen Spawns verursachte. Okay, gut, haben wir auch geschafft. Halt, schon wieder ein Gegner. Mann, ich hätte gern so eine Kryokammer hier irgendwo. Aber it's not possible. So, Sauerstoff sieht noch okay aus. Und hier hinten haben wir dann die letzten Räume. Hier ist die Kommandozentrale. Da kommt noch ein Gegner. Oh, da haben wir... Irgendwas haben wir eingesammelt gerade. Oh Gott, Dillen ist im Eimer. Warum ist Dillen kaputt? Oh Gott, wir haben keinen Sauerstoff mehr. Oh, macht hinne. Warum ist denn Dillen im Eimer? Nein, 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 hör auf! Alter Schwede. Okay, holt euch mal bitte erstmal Sauerstoff. Okay, wir müssen mal ganz kurz nach Hause. Keine Ahnung, warum die keinen Sauerstoff mehr bekommen. Alter. Ist mir gerade ein bisschen unklar. So, kommt ihr jetzt nach Hause? Es ruckelt unfassbar. Ich weiß nicht, an was es liegt.
hier, Draft aus und erholt euch mal bitte. So, das Schiff kann auch mal wieder zurück. Ja, erstmal bitte kurz erholen und wieder heilen. Wie gesagt, was jetzt das Problem bei Dylan einmal war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Warum der jetzt auf einmal umgekippt ist. Aber gut. Dann würde ich sagen, lass mal Dylan mal zurück und ihr drei geht mal bitte nochmal. Achso, hier draften bitte. So, nochmal Spacesuits an. Einsteigen. So, docken. Alter. Akzeptieren. So, dann macht ihr drei jetzt das Schiff noch komplett fertig. Ist ja nur noch hier hinten die Ecke. So, los geht's. So, schnell durchrennen. Hier ist nix. Jawohl, Schiff secured. So, da haben wir noch einmal irgendwas. Wahrscheinlich ein paar Credits oder so. Okay, gut. Draft aus. Das Ding draft aus. Und wir holen uns das Schiff jetzt. So, Salvage. Sehr schön. Sehr gut alles. Und natürlich alles auf unsere HSS Jorgis. Sehr gut. Leider wieder kein neues Crewmitglied. Dylan ist schon wieder umgekippt. Ne, Dylan schläft. Stimmt, den haben wir zurückgelassen. Critical Resources Low. Ja, ein bisschen Wasser. Aber wir haben drüben auch 5 Wasser gefunden. So, Dylan muss auch noch ein bisschen heilen. Was haben wir denn hier eigentlich noch drin? Scrap. Ja, eigentlich müsste es automatisch immer noch weitergehen. Salvage available. Click on this notification for instruction. Ich weiß, wie Salvage geht. Ja. Crew gibt's nicht. Settings. Auto Resource, Auto Maintenance, Spacesuits on. Naja, okay. Was ist da los? Aha, Critical Resources low. Okay. Ja, wegen Wasser. Was aber eigentlich nicht sein dürfte. Also wir müssen hier mal machen, immer bis, sagen wir mal, bis 10. Automatisch. So, Barney ist wieder am Ackern, sehr gut. Ja, gut, er hat tatsächlich nur die Ressourcen hingebracht. Jetzt macht er Wasser. Da liegt das Wasserfässchen. Nächstes Wasserfässchen. Nächstes Wasserfässchen. Sehr gut. Muss auch nicht eingelagert werden, wie ich sehe. Apropos einlagern. 120. Wird also schon wieder langsam mehr. So. Kralle. Bringt das Wasser jetzt dann doch in die... Ja. In die Lagerhallen. Naja. Aber wir bekommen immerhin mal wieder Wasser. Also das mit dem automatischen Herstellen sollte ich wahrscheinlich tatsächlich immer anlassen. Eis dürfen wir noch 4. Oh Gott, wir haben noch 2 Eis. Irgendeine Pflanze ist gestorben. Human Meat haben wir 3. Ich will nicht wissen, woher. Fehlt's denn hier an irgendwas? Fühlt nicht. Wie sieht's denn überhaupt aus? Das dauert immer gefühlt ziemlich lange, muss ich sagen. So, der CO2-Macher benötigt Carbon. Carbon haben wir aber ja auch nicht mehr viel. Also Carbon und Eis müssen wir uns mal besorgen. Ja, geh weg bitte. Carbon und Eis. Wir können auf die Karte gehen. Da hätten wir Carbon. Ich glaube, dann werden wir als nächstes hier hinfliegen.
Da ist ein Schiff, Carbon und... keine Ahnung, was das ist. Dann müssen wir das Schiff mal auslassen. Und das. Aber das Carbon hätte ich gerne. Ja, ich würde auch dann nach hier oben fliegen. Also sind wir sowieso dann auf dem richtigen Weg. Ich weiß nicht, was das hier ist. Da hätten wir auch nochmal Carbon. Ja, wir machen das Schiff alle und dann geht's Richtung dem Sektor da. Das sollte, glaube ich, ganz gut passen. So, sehr gut. Hier gehen die Ressourcenvorräte auch wieder nach oben. Alright, dann machen wir Feierabend. Ich versuche mal, vielleicht das performancemäßig hier ein bisschen besser hinzukriegen. Immerhin sind jetzt die übersprungenen Frames wieder auf normal. Ja, falls am Anfang ein bisschen unwirsch war, I'm sorry. Und ich guck mal, dass ich hier das Ganze vielleicht wieder ein bisschen stabiler hinbekomme. Bis dahin, haut rein, ciao und tschüss.